Hey Freunde, schön, dass ihr reingeschaltet habt, heute Morgen im Livestream vom Jesuszentrum. Herzlich willkommen. Wir haben eine wunderbare und herausfordernde Predigtserie hinter uns, die Energie Gottes. Und ab nächste Woche steigen wir wieder in Tun, was Jesus tat, ein. Und dazwischen haben wir ein White Space geschalten. White Space bedeutet, dass der Prediger sich aussuchen kann, was er predigen will. Ich habe heute Morgen schon meinem Team hier gesagt, ich hätte alles predigen können und keiner hätte es verhindern können. Und ich freue mich heute mit euch einfach ein Thema zu teilen, was mir total auf dem Herzen brennt. Und zwar habe ich das betitelt mit FaceTime mit Jesus. Zeit, die wir von Angesicht zu Angesicht mit Jesus verbringen. Wusstet ihr eigentlich, dass wir gerade alle etwas gemeinsam haben? Hey, wir verbringen viel mehr Zeit als je zuvor an unserem Handy, an unseren Tablets, an unserem Computer. Und alles das tun wir nur, um zu arbeiten, zu lernen und unsere sozialen Kontakte zu pflegen. Ja, ich meine, wirklich jede Generation ist mit der Digitalisierung gerade am Start. Ich meine so Begriffe wie Homeschooling, Homeoffice, FaceTime, Zoom-Meetings, Breakout-Session, Teams, Instagram, TikTok, Snapchat und der neueste Schrei ist Clubhouse. Vielleicht kennt ihr das schon. Wir sind alle irgendwie gerade in der digitalen Welt unterwegs. Und ich habe gerade schon gesagt, sogar die junge Generation ist darin unterwegs. Ich weiß noch, gestern oder vorgestern hat meine Frau gesagt, weißt du was, unsere Tochter ist mit ihrem Spielhandy durch die Wohnung gelaufen und hat FaceTime-Call nachgespielt. Hey, wir alle sind gerade voll drin. Und ich meine, die Sachen sind richtig cool, aber fordern uns auch ein Stück weit heraus, ne? Und wenn wir so im beruflichen Leben dort unterwegs sind, aber auch in der Schule, im sozialen Leben, gibt es neben dem Ganzen noch ein geistliches Leben. Und vielleicht ist euch aufgefallen, das Angebot, christliches Angebot im Internet ist wirklich explodiert in den letzten Wochen und Monaten. Du kannst wirklich den ganzen Tag dich füllen mit guten Predigten, mit Worship, mit Messages, mit Podcasts, die dir wirklich Jesus nahe bringen oder wer er war, Theologie und so weiter. Und ich glaube, das ist wirklich ein großer Segen unserer Zeit, dass wir so viele Möglichkeiten haben, neben dem ganzen anderen, was wir gerade online machen, Soziales und so, auch mit Jesus Begegnung zu haben. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass es nichts Vergleichbares gibt online mit der realen Begegnung mit Jesus. Wenn wir FaceTime mit Jesus haben. Und vielleicht kennt ihr das persönlich auch aus eurem Leben. Ich meine, so einen FaceTime-Call mit der Familie, der ist eine Notlösung, um Beziehung zu bauen. Aber er ist eigentlich nicht das Gleiche, wie wenn wir uns real treffen. Das reale Treffen, wenn wir uns anschauen können, wenn wir uns riechen können, wenn wir uns nahe kommen können, dann ist es um vieles schöner, als durch einen Filter zu schauen und mit jemand Beziehung zu bauen. Die Zeit mit Jesus von Angesicht zu Angesicht ist mit nichts zu vergleichen. Und ich rede hier ganz bewusst von einer Zeit ohne Musik, ohne Podcast, ohne soziale Medien, ohne Bibelzitate, ohne Bücher, ohne Gebetsanliegen oder unterstützenden Elementen. Einfach eine Zeit, wo ich Jesus Christus anschaue. Und vielleicht darf ich dich mal fragen heute Morgen, wann hast du das letzte Mal Jesus Christus einfach nur angeschaut und mit ihm die Zeit genossen? Mir geht es ganz oft so, viele von uns wissen das, wir haben gerade extrem volle Tage, die sozialen Medien tragen nicht unbedingt dazu bei, dass wir entspannter sind, auch wenn wir vielleicht manche Fahrwege nicht haben. Aber mir geht es oft so, wenn ich einen extrem vollen Tag habe und dann endlich Zeit finde für Jesus, um mich ihm zuzuwenden, ihn anzuschauen, dann ist alles andere als Ruhe in meinem Kopf, in meinem Inneren. Da fängt es plötzlich an, Gedankenstürme in meinem Kopf loszubrechen, Tsunamis, Dinge, die mir durch den Kopf rasen. Und mir fällt es extrem schwer, einfach nur ins Hier und Jetzt zu kommen und mit Jesus zu connecten in diesem Ganzen. Ganz oft geht es mir so, dass ich dann einen Podcast anschalte von einer Person, die eine Begegnung mit Jesus hatte, damit ich wieder neu ermutigt werde. Wie könnte es denn sein, wenn ich mit Jesus FaceTime habe? Oder ich schalte Musik an, um es irgendwie angenehmer für mich zu machen und einfach näher zu Gott zu kommen. Aber ich glaube, dass
wir eine Sache unbedingt in den nächsten Zeiten für uns echt annehmen sollten oder lernen sollten. Als allererstes, egal ob ich Jesus fühle oder nicht, er ist bei jedem, der Christ ist, da. Also er ist unzertrennlich mit dir verbunden. So, ich brauche nicht unbedingt mich immer ihm zuwenden, nur dass er dann kommt. Ich brauche nicht Worship machen, damit Jesus kommt. Ich brauche nicht die Bibel lesen, damit Jesus kommt. Sondern wenn ich mich entschieden habe für ein Leben mit Jesus Christus, dann ist er unzertrennlich mit mir verbunden. Das heißt, ich kann ihn nicht mehr loswerden. Er ist mit mir so eng wie möglich verbunden. Aber wisst ihr was? Ich will nicht nur die Wahrheit so registrieren, dass Gott da ist. So, Beispiel, Jesus sitzt jetzt hier im Raum und ich registriere, Jesus ist hier im Raum und rede einfach weiter, sondern ich will den Genuss seiner Gegenwart erleben. Ich will ihm mich zuwenden und ich will es genießen, dass er da ist und dass er mit mir Zeit verbringen möchte. Versteht mich nicht falsch, Jesus geht nicht einfach weg. Er ist immer bei uns im Hier und Jetzt. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von den Schwestern M&M, Martha und Maria, die uns mal ein bisschen tiefer in diese FaceTime mit Jesus reinnehmen sollen. Und hier kommt der Bibeltext. Auf ihrer Weiterreise kam Jesus und seine Jünger in ein Dorf, wo ihn eine Frau namens Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich mit der ganzen Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, entgegnete ihr Jesus, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil davon erwählt. Und das soll nicht von ihr genommen werden. Du kennst 100% diese Bibelstelle. Und ich weiß, dass sie oft ausgelegt wird, dass viel Arbeit nicht gut ist. Aber wenn wir in die griechische Grammatik da mal reinschauen, dann geht es nicht allgemein darum, dass beschäftigt sein, busy sein oder etwas zu tun, zu dienen falsch ist, sondern das Problem ist nur dann, wenn es nicht aufhört, wenn wir nicht mehr zur Ruhe kommen. Das Wort, also die Grammatik, die hier verwendet wird, ist ein Imperfekt, also etwas andauernd Wiederholendes und es hört gar nicht auf. Ich bin die ganze Zeit, Martha war die ganze Zeit beschäftigt. Maria hingegen, da wird eine grammatische Form verwendet, die ein Aorist ist für all meine theologischen Freunde da draußen. Und das bedeutet, es ist eine einmalige Handlung. Sie hat sich einmal jetzt zu den Füßen von Jesus gesetzt. Ich glaube, dass sie davor auch geholfen hat. Du kannst es in anderen Bibelstellen nachlesen. Da steht nicht, dass sie nichts gemacht hat, sondern dass sie sich dann auch dazugesellt hat. Bedeutet 100%, dass sie davor auch etwas gemacht hat. Aber sie hat dann gesagt, jetzt ist Jesus da. Ich registriere nicht nur, dass er da ist, sondern ich wende ihm mich ganz bewusst zu. Also Gott ist nicht gegen, dass wir beschäftigt sind, dass wir arbeiten. Wir sind geschaffen zum Arbeiten. Aber trotzdem dürfen wir die Zeit nehmen, wo wir einfach wie Maria zu den Füßen Jesu kommen. Maria hat in diesem Moment richtig gewählt und hat sich einfach hingesetzt zu den Füßen von Jesus, ihm zugehört und sich von ihm dienen lassen. Martha hingegen war gar nicht so richtig im Hier und Jetzt. Ich meine schon ein Stück weit, die hat alles organisiert. Ich glaube sogar, dass die jedem Einzelnen immer nachgeschenkt hat. So was wir eigentlich nur in den Luxusrestaurants erleben, dass dein Glas gar nicht leer wird und dauernd kommt jemand nach und schenkt nochmal ein bisschen was drauf. Das war diese Martha, aber sie war nicht im Hier und Jetzt. Und ich liebe Jesus, wie er mit Martha umgeht. Er sagt, Martha, Martha. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben auch, dass manchmal Menschen in deinem Umfeld sagen, Simon, Simon oder wie auch immer du heißt, um dich aufmerksam zu machen und dich ins Hier und Jetzt zu holen. Ich bin ganz oft ziemlich verstreut und bin in allen möglichen Fantasien und Dingen unterwegs und manchmal hilft es mir, wenn mich jemand einfach nochmal neu anspricht, sagt, Simon Benjamin Wilhelm, kommst du bitte jetzt ins Hier und Jetzt? Und plötzlich merke ich, oh, hey, die reale Welt ist ja gar nicht hier, meine Fantasie, sondern die reale Welt ist vor meinem direkten Auge. Auch nicht die virtuelle Welt ist die reale, sondern das Echte ist das Echte. So einfach ist es.
Jesus möchte FaceTime mit uns haben. Und das machte Martha nun mal ganz neu deutlich. Martha, Martha, ich will, dass du zu meinen Füßen kommst und ich dir dienen kann mit dem, was ich dir jetzt sage. Und ich habe euch ein tolles Bild mitgebracht. Wenn du dich jetzt vielleicht fragst, warum sollten wir Zeit mit Jesus von Angesicht zu Angesicht verbringen? Und ich habe hier ein Bild mitgebracht. Ich stand mal gegenüber von einem Kumpel und in seinem Auge ist plötzlich so ein Kreuz erschienen. Also es war jetzt kein Wunder, sondern hinter uns war ein Leuchtkreuz, also so ein LED-Kreuz. Aber irgendwie hat es etwas in mir ausgelöst. Ich dachte, ja, das ist es. Das ist FaceTime mit Jesus. Vielleicht ist es dir aufgefallen, wenn du jemand anderen in die Augen schaust, also ganz direkt hingehst und jemand in die Augen schaust, dann kannst du dich selber in ihm widerspiegeln. Und das Schöne ist, andersrum ist es genauso. Der andere kann sich in dir widerspiegeln. Und ich sag dir was, was du anschaust, das spiegelst du wieder. Was du anschaust, das spiegelst du wieder. Schauen wir das Leben von Maria weiterhin an, dann sehen wir sie noch zweimal zu den Füßen von Jesus. Darüber könnte man eine eigene Predigtserie nochmal halten, dass sie immer zu den Füßen Jesu war, mache ich heute nicht. Ich möchte einfach nur sagen, sie war noch zweimal zu den Füßen Jesu. Das zweite Mal war, wo ihr Bruder Lazarus gestorben ist. Und Jesus kam und was sie gemacht hat, ist, sie hat sich zu ihnen seinen Füßen geworfen und hat gesagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Und sie sagt nichts weiter. Jesus wird innerlich sehr bewegt, heißt es dann, geht an das Grab und weckt Lazarus von den Toten auf. Oh. Sie argumentiert nicht mit ihm theologisch, wie ihre Schwester Martha in diesem Moment, mit Auferstehung und so weiter, sondern sie wirft sich ihm zu Füßen und Jesus tut ein Wunder. Und das letzte Mal, wo wir Maria sehen, ist, wo Jesus gerade bei einem Festmahl bei jemandem zu Hause eingeladen ist und Maria kommt in diese Wohnstube rein und wirft sich wieder mal zu den Füßen von Jesus und bringt ein ultra kostbares Öl mit. Sie bricht es auf über seinen Füßen, dazu weint sie noch und zum Schluss trocknet sie alles von seinen Füßen mit ihren Haaren ab. Sie kommt ihm ganz nah, sie kommt ihm so nah und was nicht so klar ist in den ersten Szenen ist, dass Maria eine schwere Sünderin war. Viele würden sagen, es war eine Prostituierte. Und sie kommt zu Jesus, weil von ihr das gute Teil nicht weggenommen werden wird. Sie hat sich zu seinen Füßen gesetzt und ihm zugehört. Und die Liebe, die in den Worten von Jesus in ihr Herz gedrungen sind, die haben ihr Leben radikal verändert. Hey, die anderen Leute im Raum dachten so, boah, dieses teure Öl, das war ein Jahresgehalt. Jetzt rechne mal dein Jahresgehalt. Manche verdienen fünfstellig, manche sechsstellig. Und jetzt stell dir mal vor, so ein Jahresgehalt gießt sie einfach über seinen Füßen aus. Was für eine Verschwendung für den einen oder anderen. Aber es war keine Verschwendung, sondern die Dankbarkeit und Zuneigung und Liebe, die einfach nur zurückgeflossen ist zu Jesus, der diese Sünderin geliebt hat, von ganzem Herzen. Sie hat gesehen, Jesus ist derjenige, den ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. In ihm habe ich die Fülle. Er ist genug. Nicht alles, was er mir geben kann. Ja, sie kam nicht in erster Linie zu Jesus, um dann frei zu werden von ihrer Sünde oder befreit zu werden allgemein, sondern sie kam zu Jesus wegen ihm selbst. Und Jesus ist ihr dann nahe gekommen und hat sie frei gemacht. Sie hat gesagt, dieser Jesus ist zu mir gekommen, um mich zu retten, mir alles zu vergeben und mir ein neues Leben in ihm zu schenken. Die Liebe von Jesus hat diesen Akt der Anbetung, Akt der Dankbarkeit in ihr ausgelöst, dass es ihr nicht zu teuer war, dieses kostbare Öl auf den Füßen von Jesus. Auf dem Kopf wird man vielleicht noch verstehen, aber das Füße, die waren dreckig in der damaligen Zeit. Es war viel Staub und so. Und sie sagt, du bist so wertvoll und was du mir gegeben hast, kann mir kein anderer geben. Deswegen sage ich dir von Herzen dankbar. Danke. Das Schöne ist an dieser Bibelstelle, es steht dann, dass das ganze Haus mit diesem Duft erfüllt war, von diesem Parfüm oder von diesem Salböl von damals. Heute würde man vielleicht eher Parfüm sagen. Und alle, die in dem Raum waren, haben es wahrgenommen. Wusstest du, dass man Liebe nicht verbergen kann?
Auch wenn du noch so versuchst, es nicht so zu zeigen, dass du verliebt bist oder dass du jemand liebst, die Menschen in deinem Umfeld werden ganz schnell feststellen, ey, die zwei, die lieben sich. Da verströmt etwas aus der Beziehung, was keiner verleugnen kann. Du musst nicht mal darüber reden, also pflichtmäßig, sondern du redest davon, weil dein Herz so voller Liebe ist, dass du gar nicht anders kannst, als von deinem Geliebten, von deiner Geliebten etwas zu erzählen. Die werden nicht dazu gezwungen, sie machen es einfach. Leider lesen wir nie wieder von Maria in den Evangelien, aber ich glaube, dass sie uns ein sehr, sehr tolles Vorbild gegeben hat, dass diese FaceTime mit Jesus wieder neu zu priorisieren, weil es etwas in ihrem Leben ausgelöst hat, was wir vielleicht manchmal in Gottesdiensten suchen, in Podcasts, in Musik, in Teachings und sonst was. Das finden wir aber nur bei Jesus. Es gibt niemanden sonst. Wisst ihr, Jesus hat in den letzten Wochen zu mir ganz deutlich gesprochen, durch Dozenten, durch Bücher, die ich gelesen habe, durch Podcasts, die ich gehört habe. Auf jeden Fall, all das Äußere hat mich beeinflusst, dass Jesus wieder neu gesagt hat, Simon, ich wünsche mir eigentlich sehr gerne FaceTime. Also nicht durch einen Filter, nicht durch ein Handy, sondern tatsächlich reale Zeit mit dir, wo du mir deine volle Aufmerksamkeit gibst und ich dir dienen kann und dich lieben kann. Und meine Frau ist eine tolle Künstlerin, die hat mir zum neuen Jahr 2021 ein Bild gemalt mit einem kleinen Text. Ich habe es hier mitgebracht und wenn man es jetzt im Livestream nicht so gut sehen kann, hat der Stefan auch noch das für euch noch ein bisschen näher aufgenommen. Put Jesus first. Hier seht ihr es, ganz wunderbar. Schatz, du hast es wunderbar gemalt und geschrieben. Es ist tief in mein Herz gegangen, weil ich gemerkt habe, natürlich schreibt es meine Frau, die mich liebt, aber ich sehe die Handschrift Gottes in dieser Sache. Er wirbt um mein Herz, dass ich mit ihm Zeit verbringe. Und hier steht nicht drauf, put ministry first, put prayer first, put workout first, put gifts first. Also all diese Dinge, die wir so oft denken im Glauben. Jetzt geht's um, jetzt müssen wir dienen, jetzt müssen wir beten, jetzt müssen wir auch Gaben haben und so weiter. Vergessen aber ganz oft den, der sie gibt. Die Gaben und Wunder und Zeichen und Befreiungen. Ich liebe sie, ich habe sie oft gesehen, aber es ist nichts im Vergleich zu der Person, die sie gibt. Vielleicht suchst du Frieden momentan und sagst, Jesus schenkt mir Frieden, er kann dir Frieden schenken oder er schenkt sich dir selbst. Und in ihm ist alles. Die Bibel ist voll davon, mit Frieden, mit Freude, mit Gerechtigkeit. Er stillt unsere tiefste Sehnsucht. Das heißt sogar, dass wir nie wieder Hunger oder Durst haben, geistlich gesehen, wenn wir mit ihm sind und beständig mit ihm zusammen sind und an seinem Tisch essen. Dann werden wir keinen Hunger mehr haben. Weißt du, Maria ist aus ihrer Sünde, wo es so heißt, dass sie eine schwerere Sünderin war, nicht durch einen Gottesdienst oder viel Gebete rausgekommen, sondern einfach nur deswegen, weil sie diesem Jesus, der alles verändert, begegnet ist. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du dich in den Augen Jesu widerspiegelst und er sich in deinen Augen widerspiegelt? Stell dir die Szene vor. Jesus spiegelt sich in deinem Auge wieder. Und du spiegelst dich in seinem Auge wieder. Würden wir noch irgendwo anders nach Erfüllung suchen? Nach Anerkennung? Nach Liebe? Wenn doch alles in ihm ist, es sagt die Bibel so. Und wisst ihr was? Das ist nicht nur irgendwelches Wort, was auf Papier geschrieben ist. Ja, die Bibel schon, aber was dahinter steckt, das ist die Wahrheit. Er ist alles, was du brauchst. Er ist genug, mehr als genug. Die ganze Welt kann dich nicht so füllen wie dieser Jesus, seine Person und die Begegnung mit ihm und die Gemeinschaft. Wie würde dein Umfeld aussehen, wenn sich Jesus durch deine Augen widerspiegelt? Wenn andere Jesus in deinen Augen sehen? Und ich frage mich auch, wie würde Jesus-Zentrum Nürnberg, Bamberg, Ingolstadt und auch bald Rosenheim aussehen, wenn wir eine Gemeinde wären, die nicht nur die Wahrheit realisieren, okay, ja, Gott ist da, sondern uns ihm ganz bewusst, vielleicht mehrmals täglich oder mehrmals in der Woche zuwenden, einfach nur, weil wir ihn lieben. Einfach nur, weil wir die Gemeinschaft mit ihm so unfassbar tief genießen.
Und wir nicht in erster Linie nach neuen Wundern und Zeichen fragen. Das haben viele in der Bibel gemacht, aber die haben Jesus eigentlich nicht gefunden. Die haben nur die Auswirkung von ihm gefunden. Aber die Quelle ist wichtiger als das, was dabei, also was nur rausfließt. Das ist auch gut, aber die Quelle ist das Wichtige. Er ist das Wichtige. Ich habe euch noch eine letzte Geschichte mitgebracht von einem jungen Mann, der viel Zeit mit Jesus verbracht hat, um euch einfach nochmal vor Augen zu malen, was möglich ist, wenn wir diese FaceTime mit Jesus priorisieren und wieder neu begehren in unserem Herzen. Dieser junge Mann, der war so in meinem Umfeld damals und mir ist er immer wieder aufgefallen, er war ein ganz ruhiger Typ und er hatte ziemlich klare Augen. Also wenn man in die Augen guckt, dachte ich, krass, heftige Augen. Und wisst ihr was? Er hat erzählt, dass mal jemand auf ihn zugegangen ist und hat ihn nur in die Augen geschaut und ist Jesus begegnet. War das dieser junge Mann? Nein. Es war Jesus, dem sie begegnet ist und sie hat ihr Leben Jesus dann anvertraut. Sie hat einen FaceTime-Moment mit Jesus und es ging in ihr Herz und sie hat sich gesagt, ich will mit diesem Jesus für immer leben. Jesus lädt dich heute ein. Komm zu mir und lass dich von mir dienen. Denn ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, dir etwas Gutes zu tun. Und jetzt kommt's, denn ich bin es, der dir gut tut. Er ist nicht nur der, der dir etwas Gutes tut. Das können auch viele andere Menschen in deinem Umfeld. Aber er selber ist das, was dir gut tut, was tief in deine Seele alles ausfüllen kann und du nichts anderes mehr brauchst, um erfüllt zu sein und du bist überfließend, wie diese Maria. Alle wussten, die liebt Jesus. Hey, da ist so ein Aroma von Liebe und Zuneigung und Dankbarkeit gewesen, dass es keiner verleugnen konnte. Jesus ist genug. Aber das finden wir nur, wenn wir mit ihm sind. Er ist nicht weit weg, sondern ganz nah. Das ist die gute Nachricht übrigens. Wenn du versucht hast, im Evangelium zu finden, was die gute Nachricht ist, Gott ist nahe gekommen. Er ist nicht mehr weit weg. Er kam vom Himmel hierher, um dich aus deinem Schmutz zu erlösen, zu befreien und dir zu zeigen, du bist mehr wert. Du bist kostbar für mich und ich möchte die Zeit mit dir und ich schenke mich selber. Was ich lass nicht irgendetwas für dich springen, Geld. Nein, ich zahle mit meinem kompletten Leben, um zu sagen, FaceTime mit dir ist das Wichtigste. Und falls du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich einfach einladen, dein Herz heute Morgen zu öffnen und Jesus zu sagen, Jesus, ich würde dich gern kennenlernen. Komm doch in mein Herz. Und wir werden auch gleich noch gemeinsam beten. Aber weil diese Entscheidung so wichtig ist, würden wir es total lieben, wenn du dich bei uns meldest. Wenn du dich einfach über unsere Seite jesuszentrum.de meldest und sagst, hey, ich möchte diesen Jesus persönlich kennenlernen, dann würden wir es lieben, ihn dir persönlich vorzustellen und nicht nur einfach über einen Livestream. Es ist viel zu kostbar. Du bist viel zu kostbar, als dass wir einfach nur mal kurz sagen, lad Jesus ein und fertig. Sondern wir wollen wirklich Zeit mit dir haben und dir Jesus nahe bringen und wünschen uns nichts mehr, als dass du diesem Gott tief begegnest und er für dich genug ist und alles in deinem Leben ausfüllt. Und wer möchte, der darf mit mir heute wieder ganz neu ins Hier und Jetzt kommen. Wir sind so oft abgelenkt und diese ganze Digitalisierung ist mega, aber trotzdem auch so ablenkend, dass man so oft irgendwo anders unterwegs ist, dass wenn man zu Jesus kommt, man sich eigentlich gar nicht mehr auf ihn konzentrieren kann und mit ihm diese Zeit so arg genießt. Deswegen, lasst uns ins Hier und Jetzt kommen. Lasst uns einen Moment der Stille nehmen und uns ausrichten. Und ich sage euch was, manchmal kommen viele Dinge hoch. Wir als Kleingruppe haben in den letzten Wochen einiges so gemacht, einfach in Gottes Gegenwart zu kommen, bewusst uns hinzusetzen, unsere Hände zu öffnen. Und ich sage dir was, wenn ich mich eine Viertelstunde hingesetzt habe, ist manchmal so, dass dann nur durch den Kopf die ganze Zeit Gedanken durchgerattert sind. Und als ich die alle mal aufgeschrieben habe, hatte ich mal ein bisschen Luft, mich wirklich mit ihm auseinanderzusetzen, mit ihm die Zeit zu genießen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du die Zeit mit ihm genießt und dass all diese Dinge, die dich so beschäftigen und die in dir gerade rumoren, einfach gehen lassen kannst, damit er alles ist für dich. Wir nehmen einen kurzen Moment der Stille.
Und dann wollen wir gemeinsam beten und noch ein Lied singen, wo es darum geht, sich an Gott anzulehnen und FaceTime mit ihm zu haben. Lass uns einen Moment still werden. Gib ihm deine volle Aufmerksamkeit. Registriere nicht nur die Wahrheit, dass er da ist, sondern genieße es. Es ist ein Genuss, wenn er da ist. Das heißt, dein Leben ist ein Genuss, wenn du Christ bist, weil er immer da ist. Auch in schweren Zeiten, vor allem in unseren Nöten und Herausforderungen, da wird er noch viel sichtbarer. Gib dich ihm hin. Vielleicht hast du gar keine Worte heute Morgen, dann öffne einfach nur deine Hände und sag, Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, lass uns noch mehr deiner Gegenwart bewusst sein. Lass uns noch mehr von deiner Freundlichkeit erleben. Richten unseren Blick hin zu dir. Wir wollen dich sehen, Jesus. Wir wollen dich nicht nur registrieren. Du bist unsere größte Sehnsucht. Du allein bist genug. Füllst uns aus. Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir, ganz bewusst. Wir sind manchmal nicht im Hier und Jetzt, aber du schon. Der einzig reale Moment ist jetzt. Und du bist hier. Und wir wollen es genießen. Wir wollen in deine Augen schauen. Und vielleicht diejenigen, die gerade total beschäftigt sind und auch immer denken, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, muss ich so viel arbeiten, so viel beten, so viel tun. Im Namen Jesus, ich bete, dass du wirklich diese Last von den Schultern nimmst und dass jeder Einzelne an diesem Tag erlebt, wie du ihn frei machst. Dein Joch ist sanft und leicht. Deine Gegenwart ist unsere Freiheit. Jesus, wir rufen das aus in unserem Leben, dass wir es genießen, mit dir zu sein und dass du es genießt, mit uns zu sein. Und das übersteigt unseren Verstand komplett. Wir sind nicht perfekt, du bist perfekt. Aber da passiert etwas, wenn wir wissen, dass jemand, der so ist wie du, uns trotzdem liebt, uns trotzdem sieht, nicht wegschaut, und sich schämt, sondern seine Augen auf uns gerichtet hat und niemals wegrichtet. Danke Jesus, dass du für uns bist. Und ich will es auch wie John Wesley sagen, am Ende seines Lebens, das Beste ist, dass Gott mit uns ist. Nicht all die Dinge außenrum und Zeichen und Wunder und Dinge und Gebäude und Sachen, die wir uns aufgebaut haben, sondern er ist mit uns. Und es ist genug. Er ist genug. Seine Gegenwart ist genug. Das, was er am Kreuz von Golgatha getan hat, ist genug. Ich kann nichts mehr on top bringen. Aber ich kann mich wie Maria verhalten und mir dienen lassen. Und aus dieser Liebe, geliebt zu werden, wird eine Liebe fließen, die keinem verborgen bleiben wird. Herr Jesus, wir beten, dass Jesuszentrum Nürnberg, Bamberg, Ingolstadt und auch Rosenheim und darüber hinaus bekannt ist dafür, dass wir dich lieben. Aber nicht, weil wir so viel nur davon erzählen, aber nichts tun, sondern weil es aus uns rausfließt und weil wir diese Zeit mit dir so tief priorisieren, dich anzuschauen. Denn das, was wir anschauen, das reflektieren wir, das spiegeln wir wieder. Amen. Die zentrale Idee der Woche
heißt, nimm dir diese Woche bewusst Zeit, um FaceTime mit Jesus zu haben. Vielleicht mal ohne Podcast, vielleicht mal ohne Musik, vielleicht mal ohne viel Schnickschnack. Er ist genug. Verbring diese Woche echt bewusst Zeit und genieße seine Gegenwart und lass dir dienen. Und ich freue mich auf das, was ihr erzählen werdet. Vielleicht wie dieser junge Mann, der gesagt hat, mir hat nur jemand in die Augen geschaut und hat sich für Jesus entschieden. Es ist keine Leistung mehr. Es ist Liebe. Und das macht den Unterschied. Amen. Wir wollen jetzt noch ein letztes Lied singen. Das ist unser Lied des Monats, Lean Back. Und es soll wirklich darum gehen, dass wir uns mal zurücklehnen in die Arme, in die Liebe, in die Zuwendung Gottes. Und uns wird das gute Teil nicht weggenommen werden, sondern wir werden es im vollen Maße erleben.